Ja, hi liebe Leute, ich begrüße euch hier zum Video von Swim Performance. Ich bin Tobias Gärtner. Ich weiß, einige kennen mich vielleicht, die meisten vermutlich noch nicht. Daher stelle ich mich kurz vor. Ich selber mache Triathlon seit inzwischen in der vierten Saison jetzt dieses Jahr. Habe da vor 3 Jahren angefangen und meine Motivation am Anfang war das Schwimmen an der Uni, wo Dominik der Dozent war. Und mir mehr oder weniger das Schwimmen oder die Anfänge vom Schwimmen beigebracht hat. Und ja, bis dorthin, ich konnte mich über Wasser halten, aber nicht so, dass ich sagen kann, ich konnte schwimmen. Und das war dann so der Aufschlag, wo ich gesagt hatte, okay, wir versuchen einfach mal im Triathlon auch Spaß an der Freude und wie es ist, mit Schwimmen, Radfahren und Laufen alles an einem Stück mal zu machen. Wie gesagt, war vor 3 Jahren. Dann hatte ich danach gesagt, okay, wir probieren einfach das Jahr drauf eine olympische Distanz, weil es mir so viel Spaß gemacht hatte, dass ich eigentlich dabei geblieben bin. Und ja, hätte nie gedacht, dass ich eigentlich 1,5 Kilometer am Stück kraulen kann. Und ja, durch gezieltes Training war das dann tatsächlich möglich. Und dann bin ich vor 2 Jahren meine erste olympische Distanz gelaufen und lief echt gut. Und durch Studium hatte ich dann eigentlich so auch einige Kenntnisse, was die Trainingswissenschaft angeht, und habe dann für mich gedacht, okay, dann versuchen wir das Ganze mal ein bisschen leistungsorientierter zu machen. Bin dann letztes Jahr auf die Mitteldistanz gegangen und dieses Jahr auf die Ironman-Distanz oder die Langdistanz. Ja, vor 3 Monaten stand dann mein Ironman-Rennen an und ich habe es tatsächlich in 9 Stunden und 31 gefinisht. Also eine Zeit, mein Ziel war 110 Stunden und konnte das aber nie einschätzen, wie das ist, so 3,8 Kilometer zu schwimmen und ja, 180 Grad zu fahren, 42 zu laufen. Das sind ja Werte, die eigentlich auch nicht wirklich greifbar sind, wo man sich im Vorfeld vom Rennen dann gar nicht den Kopf machen darf, ob man das schaffen kann oder nicht. Am Renntag selber ist es echt so, dass man da so mit Adrenalin voll ist und da eigentlich gar nicht dran denkt, was da vor einem steht. So, man hat eine gewisse Ungewissheit. Aber, ja, irgendwie kriegt man es dann hin. Und wie gesagt, bei mir waren es 9 Stunden 31, was dann tatsächlich zur Quali für Hawaii geführt hatte. Und so war ich vor 1,5 Monaten auf Hawaii am Start bei der Weltmeisterschaft und bin da in Summe 430er geworden und in meiner Altersklasse 87er von ungefähr 170 Leuten. Also war da in der Altersklasse im Mittelfeld und das, obwohl ich vor 3 Jahren mit Triathlon eigentlich erst begonnen habe. Und seit 2 Jahren auch leistungsorientiert trainieren. Ja, was ich euch damit sagen will, ist, wenn ihr Disziplin an den Tag legt, bisschen Ehrgeiz, allerdings nicht zu viel, krankhafter Ehrgeiz kann auch eher schaden, und Freude am Sport, dann könnt ihr so viel damit erreichen und es macht auch einfach Spaß. Ja, Dominik hat mich zum Schwimmen gebracht und hat gesagt, ey, du schwimmst wie ein Holzfäll am Anfang. Jetzt habe ich ihn vor einem Monat ungefähr gesehen. Hat er gesagt, du bist immer noch ein Holzfäller. Das geht einfach nicht. Dein Stil ist nicht wirklich gut, aber ja, man kann wirklich mit sehr viel Disziplin auch viel erreichen und kann noch mit einem entsprechenden Training natürlich auch seine Technik extrem verbessern. Ich selber habe mich vom Dominik inspirieren lassen, wie er seine Seite aufgebaut hat, habe dann die Übungen gemacht. Es macht auch einfach Spaß, da zu sehen, was andere Leute da machen. Und wenn man dann daran selber eine Freude hat, wenn man wieder Videos sehen kann. Ja. Und ich selbst habe dann auch in Anlehnung ein bisschen an Dominik auch meine eigene Seite aufgemacht vor 10 Monaten mit dem Ziel, mein Ironman unter 10 Stunden zu finishen. Wie gesagt, das hat auch funktioniert. Und habe dann dazu eigentlich ja, fast jede Woche eine Übung online gestellt, wie mein Kraft- und mein Stabi-Training aussieht. Zudem auch noch Technikübungen vom Laufen und vom Radfahren. Im Schwimmen ist auch was dabei, wobei da seid ihr hier sehr gut und auch besser versorgt wie bei mir. Ja, und so kam es dann eben dazu, dass ich ja, durch den Dominik so inspiriert wurde ja, und einen Triathlon gemacht habe. Und ja, das will ich euch einfach mit auf den Weg geben. Seid mit Spaß am Sport dabei, seid mit Spaß bei der Sache und ihr könnt so viel erreichen, wenn ihr dran glaubt. Und je nachdem, man muss auch hohe Ziele haben, um sie zu erreichen. Wenn jemand das Ziel hat, ich will da ins Ziel kommen und will es schaffen, dann spricht da nichts dagegen. Und ich verspreche es euch, das wird auch jeder schaffen, wenn er da dahinter bleibt und dahinter herrscht. Und ja,
Das ist mal das Erste, was ich euch sagen will, mit auf den Weg geben möchte. Und ja, ich denke, wir sehen uns in den nächsten Tagen nochmal. Mich freut es, dass ich für euch ein Video machen durfte. Und bleibt dabei, bleibt am Ball, bleibt im Training. Und ich wünsche euch eine gute Vorweihnachtszeit. Wir sehen uns wieder. Bis demnächst, euer Tobi.